おはようございます。では水とタオルを用意してください。ちなみに今日はドイツ語でやります。はい、じゃあご準備ください。まもなく始まります。OK、 じゃあドイツ語でいきますよ。 Auf Deutsch! Alles klar, heute Tabata Training. Dann alle aufstehen und wir wärmen uns erstmal auf. So, erstmal laufen. Sehr gut. Dann als nächstes gehen wir ein bisschen springen. Sehr gut, schön aufwärmen. Machen wir den Körper erstmal schön warm. Ja, sehr gut. Schön. Okay, dann als nächstes Arme kreisen. Erstmal nach hinten. Ganz, ganz groß. Ne? Und die Arme kommen hier von der Wirbelsäule. Also ganz, ganz groß drehen. Sehr gut. Mit der Schulter. Und andere Richtung. Sehr gut. Schön. Und jetzt einmal neue Übung im Wechsel. Andere Seite. Ja. Das ist gut fürs Gehirn. Ja, super. So, und dann von oben nochmal. Andere Seite. Ja, und die Arme treffen sich wieder ganz oben. Super. Genau. Okay, und einmal ausschütteln. So, jetzt das rechte Bein nach vorne, linke Bein nach hinten und dann den Körper nach vorne und hinten die Wade dehnen. Genau, richtig. Schön Gewicht drauf aufs Bein. Super. Okay, dann einmal hoch und Bein wechseln. Linkes Bein nach vorne, dann Gewicht aufs Bein und schön hinten dehnen die Wade und die Achillesferse. Genau, richtig schön stretchen einmal. So, die Beine wieder zusammen und als nächstes kommt der Oberschenkel. So, einmal das Bein hier ausgestreckt, den rechten Arm. Ist auch gut für die Balance. Ja, und man kann hier ein bisschen ziehen, dann ist hier ein bisschen mehr Stretch auf dem Hüftbeuger. Sehr gut, so einmal nach unten und anderes Bein. Und linken Arm ausstrecken. Balance halten. Ja, super, sehr gut. Und Bein runterlassen. So, als nächstes den Körper schütteln, bisschen Kraft in die Arme, schön den Körper drehen, ist gut für die Wirbelsäule und den Rücken. So, und dann keine Kraft mehr und warten, bis die Arme wieder zur Ruhe kommen. Ja, super. So, einmal strecken, hoch die Arme, hoch die Beine, ja, super. Richtig schön nach Früchten greifen. Ja, super. Ja, und runter. So, dann zum Schluss nochmal den Kopf kreisen. Dreimal groß kreisen. Schön langsam. Und wenn wir zurück sind, wieder in die andere Richtung. Und einmal andersrum. Zwei. Und letztes Mal drei. Super. So. Dann
Letzte Übung habe ich vergessen, noch einmal. Den rechten Arm nach oben und dann ausatmen und zur Seite gehen. Richtig schön einmal die Bauchmuskeln dehnen. Super, dann den Arm runter, zurückkommen und den linken Arm hoch. Und ausatmen und zur Seite dehnen. Ja, super. Und runter. Und noch einmal ausschütteln. So, ich mache jetzt die Tabata-Musik an und ihr macht euch schon mal bereit. Geht gleich los. So, jetzt noch einmal die Musik. Ja, iTunes. Geht so ein bisschen lauter. Okay, auf geht's. Und hinstellen. Als erstes Jogging on the Beat. So, jetzt machen wir uns erstmal schön warm. Super. Alles auf Deutsch. One, stop. So, einmal Pause jetzt zwischendurch und dann das nächste sind Regenbogen-Squats. 3, 2, 1, go. Super. Schöner Regenbogen. Und richtig groß die Arme. Super. Und letzter. So, jetzt einmal kurze Pause. Als nächstes kommen Hampelmänner. 2, 1, go. Ah, ist ein bisschen langsam die Musik, aber ist gut. Danach wird es schneller. Drei, zwei, eins, stopp. So, als nächstes kommen Squats mit großen Beinen auf. Schon mal bereit machen. Und dann gehen wir erst zu der Seite. Und los geht's. Und wieder hoch. Und andere Seite. Hoch. Andere Seite. Perfekt. Super. Schön weit die Beine. Letzter und hoch und Pause. So, als nächstes gehen wir runter. Jetzt kommt der Bergsteiger. Und los geht's. Genau, den kennen wir schon, ne? Der kommt jedes Mal. Schön auf den Berg steigen. Super. Und gleich geht's weiter. 2, 1, Pause. So, wir machen direkt hier in der Pose weiter. Und nochmal aufstehen und springen als nächstes. 2, 1. Genau, super. Immer schön auf die Beine. Schön auf den Beat. 3, 2, 1. Pause. So, jetzt einmal auf den Rücken. Wir gucken nach oben. So, ausstrecken. 3, 2, 1, hoch. Und jetzt das Bein anfassen. Und das andere. Immer schön mit der Hand zum Bein. Super. Und noch einer. Und Pause. So, als nächstes geben wir uns nochmal richtig schön was für die Bauchmuskeln. Der Kopf geht hoch. 3, 2, 1. Nochmal schön die Bauchmuskeln kaputt machen. Das geht schön auf die Bauchmuskeln. Ja.
Und stopp. So, jetzt kommt ein neues Lied. Wir gehen nochmal hoch. Es geht direkt weiter. Und das erste Mal wieder Jogging on the Beat. 4, 3, 2, 1, auf geht's. Das kennen wir alle, das Lied, ne? Super. Nochmal schön hoch die Beine. Bisschen mehr Energie rein. 2, 1, Pause. So, als nächstes kommt wieder die Regenbogen. So, bereit machen, Beine auf. 2, 1, los geht's. Und weiter runter. Schön runter. Super. 3, 1, letzter. So, als nächstes kommen wieder die Hampelmänner, ne? Schön auf den Beat springen. 2, 1, auf geht's. Jetzt mal schön springen. 2, 1, stopp! Langsam wird es gut heiß. So, die Beine schön auf und wir gehen wieder zuerst hier in die Richtung. 2, 1, los geht's! Ja, wird ein bisschen schneller, ne? Sehr gut. 3, 2, 1, letzter. Und hoch. Super. So, es geht wieder nach unten. Der Bergsteiger. Bereit machen. 3, 2, 1, auf geht's. Kommt nochmal gut rein. Es geht jetzt hier. Schneller. Eins. Jetzt gleich. Wir bleiben nochmal hier und springen nochmal. Beine aufstellen. 3, 2, 1. Sehr schön. Eins, Pause. So, jetzt nach oben gucken. Cheering kommt nochmal wieder. Und immer abwechseln. 3, 1. Schön mit der Hand. Super. Eins. Kurze Pause und dann gibt es richtig was Gutes für die Bauchmuskeln. Eins, Beine hoch. Nochmal richtig die Bauchmuskeln auspowern. Sehr gut. Schön Kraft rein. 1, Pause. Oh, ja. Super. So, ich bin kaputt. Jetzt einmal schön Wasser trinken und kurz Pause machen. So. Wir stellen uns wieder hin, machen ein kleines Downwarming. Erstmal ein bisschen auf der Stelle gehen, ne? Körper hat gut was geleistet. Machen wir jetzt erstmal eine kurze Pause, ne? Ach, den war uns schön.
super. Als nächstes nochmal schön die Arme. Erstmal nach in die Richtung. Schön ausstrecken, die Schultern mitnehmen. Richtig große Kreise. So, und andere Richtung nochmal. Ja, super. So. Und jetzt noch von da oben nochmal. Versuchen wir es nochmal. Jetzt einmal in die andere Richtung drehen, ganz langsam. Ja, das ist gut fürs Gehirn. Ja, schön die andere Richtung. Letztes Mal. Und jetzt einmal drehen. Oh. Das ist ganz komisch. Ja, und letztes Mal. Super. Einmal ausschütteln. Jetzt noch, drehen wir erst nochmal den Körper. Die Arme. Ein bisschen Kraft aus dem Rücken. Die Rücken sollen noch einmal mit. So, und jetzt noch ausdrehen. Super. Einfach nochmal einmal kurz die Waden. Das rechte Bein nach vorne, linkes Bein nach hinten. Und Gewicht aufs vordere Bein. Sehr gut. Schön. So, einmal wechseln. Einmal gerade, jetzt anderes Bein nach vorne, links Bein nach vorne, rechts Bein nach hinten. Und nochmal Gewicht aufs vordere Bein. Sehr gut. So, einmal, wir kommen nochmal hoch. Langsam. Noch einmal schön die Gelenke ausschütteln. So. Und als nächstes gehen wir zum Stretching. Also noch einmal kurz was trinken, Schweiß abwaschen und dann geht's weiter. So, genau, ich bin auch fertig. So, bevor wir jetzt erstmal auf nochmal hinstellen, bitte. Und einmal das linke Bein über das rechte und nach oben. Und wenn wir unten sind, wandern wir. Hier einmal zu der Seite und dann zur anderen Seite. Und noch einmal. Jetzt zur anderen Seite. Und wieder zurück. Super. So, jetzt einmal langsam hochkommen. Wieder zurück und jetzt gehen wir mit dem anderen Bein rüber. Sehr schön. Und nach unten gehen. Und erst in die Innenseite. Und wieder zurück. Jetzt einmal außen. Wieder zurück. Und noch einmal. Nach innen. So, dann einmal nach außen. Wieder zur Mitte zurück. Und die Beine wieder zusammen und langsam wieder hoch. Super. So, als nächstes gehen wir nach vorne, machen die Arme einmal nach oben und gehen nach vorne. Kurz halten und loslassen. So, jetzt einmal wieder einatmen, oben und ausatmen. Halten und loslassen. Wieder einatmen. Und nach vorne. Ja, mal halten. Und nach oben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und loslassen. Super. So, jetzt kommen wir einmal nach oben. So, als nächstes gehen wir auf die Knie, bei vorne, ich gehe mal zur Seite und einmal die Arme nach oben. Super. Und jetzt ein bisschen nach hinten
Gehen wir schön die Oberschenkel. Arme schön ausgestreckt. Sehr gut. Und wieder zurückkommen. Arme runter. So, jetzt wechseln wir einmal. Kommt das rechte Bein nach vorne. Richtig. Und Arme wieder nach oben. Einmal warten. Und nach hinten. Bein nach oben gucken. Genau, hier einmal schön dehnen. So. Und wieder zurückkommen. Und nach unten. Super. Jetzt wieder auf die Knie. Als nächstes kommt der Seemann. Hinten. Beine zusammen. Und einmal schön. Sehr gut. Schön Rücken gerade machen. Sehr gut. Super gut. So, als nächstes kommen wir erst mit dem rechten Bein nach außen. Machen das schön lang. Und dabei ausatmen und einmal dehnen. Dabei beide Arschbacken auf den Boden. Und jetzt gehen mit dem Arm. Richtig schön drehen. Ja, einmal noch. Dann oben halten. Und Handfläche geht nach außen. Und wir gucken nach oben. Brust auf. Dabei das Lächeln nicht vergessen. Super. Und runter. So, wenn wir hier sind, einmal mit dem Arm hier und einmal mit Schwung nach oben. Super. Und wieder nach unten. Und nochmal. Schwung nach oben. Und weiter drehen. So, und nochmal hinsetzen. Und wir drehen nochmal und dann bleiben wir oben. Super. Und jetzt hier einmal halten. Und wir kommen wieder zurück. Ja, sehr gut. So, jetzt einmal wechseln. Anderes Bein geht nach außen. Wir fassen es an und schön ausatmen und zur Seite gehen. Super. So, jetzt drehen wir mit dem Arm. Schön groß. Sehr gut. Und letztes Mal. Und oben halten. Jetzt den Arm nach außen. Und nach oben gucken. Und die Brust auf. Und das Lächeln nicht vergessen. So, jetzt den Arm nach unten. Wir bringen den anderen Arm hier zur Seite. Und mit Schwung einmal schön nach oben. Und langsam drehen. Und wieder zurück. Schön langsam und bewusst. Und nochmal. Und hoch. Schön langsam hier. Schön drehen. Und nach unten. Und ein letztes Mal. Dann bleiben wir einmal oben und drehen. Und hier einmal halten. Super. Und wir kommen wieder zurück. Sehr schön. Super. So, jetzt gehen wir einmal in die Katze. Wir kommen einmal hier auf den Vierfüßlerstand. Und wir atmen ein und gucken nach oben. Einatmen. Und ausatmen. Und einatmen. Und ausatmen. Und nochmal einmal einatmen. Nach oben gucken. Dann ausatmen. Dann einatmen. Wir kommen zurück. Und einmal.
So, dann ein bisschen die Beine zurück und wir drehen einmal die Hüfte. Und dabei gucken wir auf den Popo. Super. Und auf den Popo gucken. Einmal drehen. Super. Nochmal. Popo gucken. Und wieder zurück. Und andere Richtung. Popo gucken. Super. Hier mal auf den Popo gucken. Ja. Und letztes Mal. Zack. Und wir kommen zurück. Und einmal Schrittpose. So, sehr gut. Okay, wir kommen einmal langsam wieder hoch. Setzen uns in Schneidersitz. Und jetzt dehnen wir nochmal die Arme. So. Der Arm geht raus. Wir helfen mit dem anderen Arm und den zur Seite. Jetzt kommen wir einmal raus. Der gleiche Arm geht wieder nach oben. Passt die Schulter an. Perfekt. Und wieder raus. Jetzt den anderen Arm nach vorne. Wir helfen ihm mit dem anderen Arm. Und gucken zur Seite. So, dann einmal sinken lassen. Dann geht der Arm wieder nach oben. An die Schulter. Und wir dehnen hier einmal noch. Und wir kommen hier raus. So, zum Schluss noch einmal einatmen und ausatmen. Wir gehen in Vierfüßler, in Schneidersitz und atmen einmal groß ein. Und wieder aus. Und schön einatmen. Und ausatmen. Und nochmal. Einatmen. Und ausatmen. Und ein letztes Mal. Hoch. Einatmen. Und ausatmen. Und dabei auf den Boden kommen. Pause. Okay, super. So, der Kopf als letztes kommt hoch. Und wir kommen wieder raus. Sehr gut. Hi, kyo doitsu go nomi deshita. Dou deshita ka? Watashi mo hisashiburi no doitsu go de nakanaka kotoba tomadotte mashita. Jitsu wa. Hai. Demo, ma ne, kyo wa totemo ii treningu mo dekita to omaimasu shi, ano ne, sugoku asu mo kaita shi.何語で喋ってもトレーニングは一緒ですからね。はい。私もとても楽しかったです。はい。ではまた2週間後楽しみにしてますので、良い週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。バイバイ。Despite